Hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier im Mountain Blade Bannerlord. Mein Name ist Stefan, alias Istvan, der Apat oder Istvan Apat, der hier bei dem Turnier beitritt und somit sein kleines Reich aufbauen möchte. So, das ist jetzt nicht ein Huddelmuddel. Es gibt ein, ja, ein Turnierpferd. Da bin ich mal gespannt. Sorry. Sehr schön. Sehr schön, ich glaube. Armes. Wir sind noch genug Leute. So. Einer da. So, sehr gut. Geschafft. Nächste Runde, auch wieder 4 gegen 4. Schön. Halt mal rein dann. So, sehr schön. Das war's. Oh, 1 gegen 1 gegen meinen, ich würde sagen, Bruder. Nee, die spielen. Der jetzt hier, das ist jetzt später. Ganz schnell und. So, das war's. Jetzt. Pflanzenträger, oi.
Ha! Das war's. Glück. Glück, Glück, Glück. Und gewonnen. War ein bisschen Geld, gab es auch. Und ein neues Pferd. So, gucken wir uns gleich mal alles an hier. Wo ist immer denn besser geworden hier? Also, schneller Schlag, Schwunggeschwindigkeit mit Einhandwaffen, Schaden mit. Schneller Schlag ist natürlich wichtig. Und Athletik auch nochmal. Brauche ich auch. Jetzt gucken. Ja, jetzt habe ich das ästhetische Pferd. Sehr schön. Perfekt, perfekt, perfekt. So, jetzt können wir gucken. Ich habe hier das Steppenhals. Genau. Okay. Gewicht, leichter Sattel, Lamellenhalm, Posaunisch. Was soll ich da machen? Bin hier. Den kann man verkaufen. Perfekt. Bei den Burgen, Steppenburgen, haben wir. Ich hab den hier. Steppenreflexbogen, der ist natürlich besser. Kriegsbogen noch besser und adlige Bogen ist noch besser, kostet aber einiges. Probier erstmal den hier. Oh, halt. Halt. Jetzt habe ich den eben neuen. Ich wollte den haben. Genau, so. Und er bekommt den hier. Genau. Und den kann ich weg. Schaden 2. Steppenpfeile. Waffen oder hier. Den hole ich mir natürlich. Große Sack Pfeile. Ja, aber ich. Oh. Okay. Und besser? Na dann. Ihr bezahlt das, okay. Ja, ganz schön die Tasche gegriffen, ja. Ist nicht schlimm. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir die Jana sehen. Wo ist sie denn? So, dann reißen wir mal dahin. Unchuk ist da gewesen, der Chef. Und ob sie da ist. Ja, na natürlich. Dann machen wir doch mal hier auf jeden Fall mal speichern. Ganz wichtig. Und it's been a while. Ja, es gibt etwas, wo ich freue mich, dass wir wenigstens miteinander verbringen können. Ja, es ist schön, dass wir genähert miteinander kennenlernen. Blablabla. Ihr sollt weit gereist sein, erzählt mir etwas. Also, was tue ich denn? Ich in meiner Zeit immer dafür kriege, meinen Namen. Und das? Ineffektiv. Denke nicht. Okay. Dann guck mal hier. Wir wissen, wollen uns Leute begegnen. Und mehr Grausamkeit und nicht die Motorfunk, aber das ist einfach nicht mehr passiert. Einfach ein Ehren, das ist ein Kanal, wie genau das. Okay.
Okay, sehr schön. Ah, manche sagen, ihr werdet es weit bringen, zu denken, dass ihr Machtposition einnehmen werdet. Was wollt ihr tun? Nachdem man die Macht übernommen hat, sollte man direkt an dem Plan arbeiten, an der Macht zu bleiben. Eine Liste von Hühnern, die ich noch rufen möchte. Sorgen, dass alle, die ihren Hals mitgenommen haben. Ja, genau, das klingt doch gut. Sehr schön. Aha. Jetzt ist letzten Endes glaube ich nicht, dass wir viel gemein haben. Okay. Das geht mal. Das heißt. Laden, probieren wir es nochmal. Und zwar die erste Frage, die habe ich verkackt. Und das muss ich nochmal neu machen. Hahaha. Und dann reden wir nochmal. Hallo. It's been a while. Ja, ich freue mich. Bis in der Zeit. Blablabla. So, ihr sollt weit gereist sein. Erzählt mir das mal. Ja, die Welt ist hart, aber es bieten sich gerade zahlreiche Gelegenheiten. Ja, genau, das war das. Und ja, und dann beim anderen Rivalen gekämpft zu haben, circa blutig, um mich im Leben zu halten. Was? Mist. Wieder ein Fehler. Also okay, noch einmal. Aber stelle ich mich wirklich so dumm an? Ja, ich stelle mich so dumm an. Also. Ich habe einfach nicht richtig gelesen. So, und zwar hier, so jetzt reden. It's been a while. Ja. Also, Gelegenheit haben, einen anderen kennenzulernen. Okay, ihr sollt weit gereist sein, ja. Die Welt ist hart, aber es bieten sich zwei Gelegenheiten an. Genau. Und dann die nächste Frage war, vielen Anhängern die Wahl, einfach eine Ehre an der Seite von Kameraden gekämpft zu haben. Genau. War doch vorhin, hat doch gepasst. Ach, ist doch nicht. Komm, noch einmal. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe auch das gleiche nochmal gemacht, gell? Idiot. Es ist mir schon wichtig, die zu bekommen. Da bin ich nämlich gleich schon mal It's been a while. Bei der Adlige richtig drin. Ja. So. Ja, die Welt ist hart, bietet sich ja Gelegenheiten. Ja, das war das. Jetzt. Ich bin mit bei vielen Anhängern, die Wahlen und Feinden seid ihr gewiss vielen zum Leuten begegnet. Es ist mir einfach eine Ehre, an der Seite von Kamat gekämpft zu haben. Ohne zu zögern, ihr Blut gegeben haben, um mich am Leben zu halten. Ach ja, ich habe schon mehr Grausamkeiten in um mein erlebt, als ihr euch ausmachen könnt. Ich habe viel Gutes und viel Böses gesehen, aber ich kann nur hoffen, dass im Herzen die meisten Menschen gut überwiegt. Eigentlich das hier, ja? Ineffektiv. Ja. Muss ich alles ausschneiden noch. So. It's been a while. Ja. Ich habe Glück, mal Zeit zu leben, in der man sich als Erfolg wieder einen Namen machen kann. Ja, die Welt ist hart, aber es
In die Skerne. Galerei, Mut, Mitleidung, Führung, Mut. Abgeblühtheit. Okay. Andere Fragen, okay. So, es ist mir Seite von Kameraden, ja. Ich ein böses gesehen, aber ich kann nur hoffen, dass ihn bewegt. Die meisten Leute würden einem für ein paar Kupferstücke andrehen. Man sollte sich wohl auch wenig wirklich enge Freunde verschenken. Auch ineffektiv. Aber Artenus, du! Oh Gott! Blitz nochmal! Echt eine harte Nuss! Aber woran liegt denn das? Also, ich habe das doch jetzt beides mal ausprobiert. It's been a while. Ja. Das war's. Da habe ich am Anfang einfach Bock gehabt. Danach habe ich es ja alles hinbekommen. Und es war nämlich das hier. Ich weiß es ganz genau. Es muss Ausstrahlung und Freigabe und Mut und so weiter sein. Ineffektiv. Leck mich doch am Socken. So. Legst mich schon auf. Weil es anders auch ineffektiv. Weil dann lass ich es. Dann muss ich noch an meinem Karma weiterarbeiten. Okay, dann lass ich es erstmal. Halt mal. Kann ich denn? Ah, noch vier Leute kann ich noch holen. Mal in die nördliche Gegend oder hier die Gegend. Ah, Bogo. Sieht doch aus, wo denn angreifen sollte. Ja. Essen haben wir noch genug da. Dann gehen, passt es. Bitte diese vierer Kavallerie. Kavallerie. Und dann machen wir hier Infanterie. Hier wieder die Kavallerie raus. Dann machen wir das Plus raus. Warum das so drin ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mal eins. Form a shield wall. So und eins. Infantry, close in. Langsam vorlaufen und wir sollen mir folgen. Und dann machen wir. Los geht's. Und Bowman! Forward! Forward! Das ist uns sehr viel Räuber. Da gibt es nichts.
Geister oder was? Das ist lang, gell? Dem hier und das dann hier. So, den jagen wir auch noch. Robo halt sogar, aber ja. Ihr habt 5 aber ihr seid 2 Robo, ich gebe auf, ich gebe auf. Hab gut gekämpft, es steht euch frei zu gehen. Seid mein Gefangener. Und dann mal den hier. Ah, die bildet man schon aus. Schön. Oha. Tolle Sachen, was man hier findet. Jetzt kann ich wieder nach einem Companion suchen. Aber das in der nächsten Folge. Also bis dann, euer Stefan. Ciao, ciao.